wenn jetzt mal ein halbes Jahr zurückblickt oder 4 Monate, Start dieser neuen Bundesregierung, die haben immer gesagt, NRW ist die Blaupause für Berlin. Ja, also diese nordrhein-westfälische Koalition ist die Vorlage für Berlin. Dann haben sie es auch wirklich geschafft, so eine Mehrheit da zu etablieren. Dass die so schlecht starten, hat, glaube ich, niemand ernsthaft gedacht. Also dass eine neue Regierung immer so ein bisschen Startschwierigkeiten hat, okay. Aber dass die jetzt wirklich so schlecht in die Gänge kommen, das ist natürlich für die Opposition, für uns gut. Und für die Gegenseite entsprechend schlecht. Wir sind wirklich jetzt ernsthaft dabei, zu planen, was für den Fall der Fälle wäre. Also vor einem halben Jahr haben wir noch gedacht, wir können ein gutes Ergebnis einfahren und landen wahrscheinlich aufgrund der Schwäche auch der SPD und auch der relativen Stärke von CDU und FDP mit einem guten Ergebnis in der Opposition. Und jetzt sind wir der Auffassung, dass man zumindest beide Optionen im Kopf haben muss. Nämlich einmal, dass man mit einem hoffentlich guten Ergebnis trotzdem nochmal Opposition machen müsste oder dass man wirklich die Möglichkeit hat, auch Koalitionsgespräche zu führen. So, jetzt ist ja immer die Frage, die wir eigentlich schon gestellt bekommen, glaube ich, seitdem wir Landesvorsitzende sind, oder? Das ist ja noch fast 4 Jahre. Bei jeder Pressekonferenz ist ja häufig so, dass Journalisten mit inhaltlichen Punkten nicht immer so ein bisschen ins Letzte befasst, aber die Frage Koalition, das haben sie dann doch irgendwie drauf, weil das schreibt sich dann auch ein bisschen leichter. Und jetzt müssen wir es aber auch wirklich beantworten. Also vor 3 Jahren war das eher so ein bisschen Farbenspielerei, aber jetzt muss man dazu auch eine Aussage geben. Deswegen haben wir jetzt nicht nur für den Landesparteitag 6. oder 7. Februar einen Wahlprogrammsentwurf vorgelegt, den ihr alle, glaube ich, habt, kennt, diskutiert habt. Wir haben am Anfang gedacht, das geht noch so ein bisschen schleppend los, was die Änderungsanträge anging. Wir hatten ja letztes Jahr das Bundestagswahlprogramm, wo über 1200 Änderungsanträge eingegangen sind. Aber je näher dieser Tag jetzt diese Woche rückte, also gestern war es genau um 12, der Abgabeschluss für die Änderungsanträge sind doch jetzt letztlich 400 geworden, also mit unterschiedlicher Ausprägung. Ein paar sind nur redaktionell, andere sind auch sehr substanziell und wir werden sicherlich einige interessante Debatten haben. Zum Beispiel ja ein Antrag, den auch der Lars gestellt hat, zum Thema mögliche Quotierung auf kommunalen Listen, also das französische Modell, 50% Frauenquote, was wir grün intern in unseren grünen Listen auch schon haben, aber eben nicht als, nicht als das Prinzip der anderen konkurrierenden Parteien. Dann werden wir eine Debatte haben, zum Beispiel um die Frage Kulturpolitik in der Kommune, also weiterhin als freie Leistung, als freie Zuwendung oder eben als kommunale Pflichtaufgabe. In der Perspektive so. Das wird auch eine Debatte sein. Das ist natürlich jetzt gerade spannend im Rahmen der Frage der desaströsen Haushaltssituation der Kommunen und zum Beispiel der Situation in Wuppertal als ein Beispiel, ja nur für andere, wo sie ja gerade die Schließung der städtischen Bühnen diskutieren. So. Und in diesem Bereich gibt es eine Reihe von Anträgen, also die einfach inhaltlich interessant sind, wo sich die Debatte auch lohnt, wo sich der Parteitag auch lohnt, wo jetzt kein so irrer Sprengstoff drin ist, dass man sagen müsste, dass wird uns dann die Versammlung auseinanderjagen, aber weil wir haben natürlich auch ein Interesse daran, auf dem Parteitag auch gut hervorzugehen, aber wo es einfach spannend ist zu kommen. Es gab ja schon ein paar LPRs vielleicht, wo man so dachte, ist jetzt nicht so viel Spannung drin, also in diesen Debatten liegt auf jeden Fall Spannung. So, der zweite Punkt ist dann die Wahlaussage. Wir haben jetzt einen Vorschlag vorgelegt vorgestern, wo wir ganz klar sagen, wir setzen auf Rot-Grün als Abwahlperspektive von der jetzigen Landesregierung, aber wissen sehr wohl, dass sich das Parteiensystem verändert hat, dass wir nicht mehr da sind, wo wir vielleicht noch vor 5 Jahren waren, nämlich auf der einen Seite in dieser klareren Lagerbildung ohne die Linkspartei, die ja damals noch gar keine Rolle spielte und sicherlich auch in der Situation, wo die Nähen und Distanzen zur CDU auch andere waren. Weil wir haben ja eine Situation, das brauche ich hier wahrscheinlich nicht erklären, ihr wart ja hier, ich erinnere mich noch daran, an Mario Herrmann aus Gladbeck, der irgendwann uns schon 1999 mal gesagt hat, in Gladbeck hatten wir die Alternative, entweder mit der CDU zu koalieren oder mit der CSU, wobei die CSU dann die SPD war vor Ort, und wir haben uns für die CDU entschieden. So. Und ihr habt das ja auch im Kreis hier dann gemacht entsprechend. Und es gibt natürlich auch die Linkspartei entsprechend als Akteur, wobei bei der Linken ja die Situation ist, erstmal sind die in Nordrhein-Westfalen doch sehr eigen aufgestellt, wenn man es freundlich formulieren will. Also es sind politikunerfahrene Leute, sehr viele dabei, kaum Leute, die aus einer kommunalen Verankerung kommen, keine Leute mit Parlamentserfahrung. Da
Sarah Wagenknecht hat einen sehr hohen Einfluss auf die Strategie des Landesverbandes. Jede Kandidatin wurde bei der Listenaufstellung gefragt, ob sie denn bereit wäre, in Regierungsverantwortung aufzugehen. Die Leute, die mit Ja geantwortet haben, haben etwa 30-40% weniger bekommen bei den Kandidaturen. Die anderen sind mit 90% gewählt worden. Und ein Antrag, der auch Regierungsbeteiligung mit beinhaltete, hatte, glaube ich, ein oder zwei Stimmen letztlich der Strategiefrage. So, also die Vorstellung mit den Linken dazu, zu einer Verständigung zu kommen, halten wir für schwierig, aber wir wollen sie auch nicht ausgrenzen und auch nicht tabuisieren. Ganz klar auch vor dem Hintergrund auch unserer eigenen Geschichte, das war vor 20 Jahren bei den Grünen ja auch mal der Fall, dass wir draußen vorgehalten worden sind. Wir haben nur für uns klar gesagt, in dem Entwurf vom Landesvorstand, wir wollen, dass wenn die Linke ein Gesprächspartner ist, dass sie sich klar festlegen, auch eine Koalition einzugehen. Man kann ein Land mit 18 Millionen Einwohnern von der Größe von NRW nicht regieren wie vielleicht eine Bezirksvertretung, wo man dann so mit wechselnden Mehrheiten arbeitet. Im Landtag muss man schon wissen, ob man sich aufeinander verlassen kann, zumal die jetzige Regierung dann die Opposition ist, die uns treiben würde. Also entweder Koalition oder gar nicht. Also irgendeine Tolerierungsgeschichte mit wechselnden Mehrheiten können wir uns nicht vorstellen. Und das ist bei der SPD genauso. Das haben wir da formuliert. Und wir haben eine klare Absage an Jamaika gemacht, weil wir auch sagen, dass eine Zusammenarbeit mit der dann abgewählten Regierung, die wir jetzt ja vor uns hertreiben und wo wir ja auch gut dabei sind, diese Mehrheit zu knacken, dass wir uns das nicht vorstellen können. Alleine mit der CDU sind die Schnittmengen sehr gering, mit der FDP noch geringer. Es gibt auch atmosphärisch große Schwierigkeiten, gerade im Kontakt zwischen FDP und Grünen. Das kann man deutlich merken, da muss man sich nur einmal bei einer Landtagssitzung oben auf die Tribüne setzen und so zwei Stunden zuhören. Also die Antipart und Antipole, das ist immer zwischen FDP und Grünen. Und gerade die FDP schenkt uns da gar nichts. Also Sylvia erzählt noch, sie wäre letzte Woche als Redenschreiberin von Erich Honecker da von dem Herrn Tapke bezeichnet worden. Und dann gibt es ja so Geschichten mit dem Herrn Ellerbrock, das ist der energiepolitische Sprecher, der immer mit Rainer Pfingen Anträge zur Energiepolitik stellt, also Ausbau Erneuerbare. Dann kommt er immer an, dass es auch im 15. Jahrhundert schon warme Phasen gegeben hätte und da hätte man Weinbau auch in Mecklenburg-Vorpommern gehabt und so weiter. Also auf dem Niveau bewegt sich das. Und die Vorstellung, dass diese Truppe, die jetzt auch für Änderung der Gemeindeordnung, Paragraph 107, Einschränkung der Möglichkeiten der Stadtwerke, für diese ganze Frage natürlich Schule, Einführung von Studiengebühren, sogenanntes Hochschulfreiheitsgesetz etc., dass das die Truppe ist, mit der man dann im Kabinett sitzt, wo eine Abteilung dann das verteidigen würde und die immer sagen, das wollen wir alles rückgängig machen, das halten wir für nicht politikfähig. Deswegen Absage an Jamaika, Absage aber auch an so eine Tolerierungsgeschichte und dazwischen gibt es ja eine Reihe von Möglichkeiten. Und die Möglichkeit, die wir vor allen Dingen erstmal anstreben, ist starkes eigenes grünes Ergebnis vor diesem Hintergrund unseres eigenen Wahlprogramms, was wir jetzt diskutieren. Das haben wir genannt Grüner Gesellschaftsvertrag mit 6 Kapiteln, angefangen Grüner New Deal.